Wie kommt man besser und leichter durch eine Krisensituation durch? Durch eine Situation, die was man sich selber nicht gewünscht hat oder wo man unbewusst oder unverschuldet hineingeraten ist. Schauen wir uns einmal an, wie Mutter Natur das macht. Dieser Baum hat sich ja diese schwere Last nicht gewünscht. Er hat ja nicht gesagt, ich möchte es einmal richtig schwer haben, richtig anspruchsvoll. Und doch liegt jetzt eine große Last auf diesem Ast. Der Baum oder dieser Ast ist flexibel. Er ist dehnbar. Er gibt in seiner Art und Weise nach. Und er hat die Geduld zu warten. Zu warten, bis das Ganze wieder vorbei ist. Und nachher ist er wieder leicht und ist wieder genau in seiner Ausgangsposition. Und so ist es bei uns auch. Wenn wir leicht und flexibel sind. Und das Allerwichtigste, dass wir in einer schwierigen Situation die Dinge jetzt nicht durchdrücken wollen oder dagegen kämpfen oder uns aufstemmen, riesige Widerstände für uns selber aufbauen, weil nachher fließt es nicht mehr, und zwar bei uns. Das heißt, leicht und flexibel und dynamisch sein. Und nachher wird auch diese Krise, in der was du vielleicht gerade bist, vorbeigehen und danach bist du wieder in deiner Kraft. Und genau das wünsche ich dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Pfiati.